Meine Freunde, wir nähern uns dem Ende des Jahres, vielleicht auch schon nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Auf jeden Fall undercover. Jun Takahashi, geboren 1969 in Kiryu, genau, ist von 1988 bis 1991 auf die Bunker University gegangen, wie jeder Zweite, der in Asien wahrscheinlich irgendwie irgendetwas gemacht hat. Also Bunker ist die erfolgreichste Modeuniversität in Tokio. Da hat er auch durchgezogen. Dort auch Nigo kennengelernt. Jahrzehntelange Freundschaft. 2003 müsste sein Debüt gewesen sein mit Undercover, der Brand, die ihn bis heute begleitet. Die erste Kollektion hatte das Wording "We make noise, no clothing or no clothes". Und diese Wordings ziehen sich auch bis heute noch durch seine Kollektion durch. Undercover, sehr düster, aber auch sehr technisch. Man kennt es heutzutage, glaube ich, sehr arg. Er macht auf jeden Fall auch mit Nike die Sportstein Giocosa, wie auch immer. Man macht mich wieder fertig in den Kommentaren, aber ich blende es euch hier ein, weil ich es einfach nicht aussprechen kann. Wo er sich im athletischen Bereich austobt. Ansonsten zur History von ihm und Undercover. Damals, wo er angefangen hat, war es High-End Streetwear, so hat man es zumindest betitelt. Er hat mit Nigo einen Store in Tokio Harajuku aufgemacht namens Nowhere, wo er angefangen hat, die Brand rauszuverkaufen. Das war, glaube ich, 2003 auch, wo er die Brand gegründet hatte. Ich korrigiere mich, falls das nicht so ist. Dann hat er auch in der Zwischenzeit dann nochmal einen Pop-Up-Store unter dem Namen Nowhere aufleben lassen, um so Flashbacks von damals zu haben. Den Laden gibt es natürlich jetzt nicht mehr. Es war so ein Laufenlernen mit Nigo zusammen, hatte ich auch schon erwähnt. Und es ging dann eben weiter, dass er dann in der Pariser Modewoche gezeigt hat, auch so Mitte 2000 bis 2010, seinen Durchbruch und seine erste Herrenkollektion, also wirkliche Laufsteg-Herrenkollektion, war dann 2009 auf der Pitti in Florenz. Ab da hat er auch beständig dann Herrenkollektionen rausgebracht. Das war noch so mal eine Elevation von dem High-End Streetwear in die High-End Mode hinein, was auch ganz gut funktioniert hat. Er wurde dann technischer, hat mehr mit Schnitten ausprobiert. Ich zeige euch hier mal eine alte Kollektion und dann die Kollektion von 2010 und dann im besten Fall noch eine Kollektion, die sehr atemberaubend war. Jetzt erst letztens die Evangelion hieß die, glaube ich. Es war sehr futuristisch. Er spielt ja auch immer sehr mit den technischen Aspekten. Könnt ihr hier auch noch sehen. Und bei uns im Shop findet ihr natürlich auch Undercover. Undercover ist auf jeden Fall auch eine Brand, die ja sehr mit dem kulturellen Ding spielt. Also viele Themen. Er macht nicht Mode, um Mode zu machen, sondern um die eine Culture dahinter zu verknüpfen, zu sammeln, anzusprechen. So, deswegen ist es auch für mich immer unabdingbar gewesen, Undercover ins Sortiment aufzunehmen, weil den Anspruch, den Jun Takahashi eben an die Brand hat, ist auf jeden Fall der, den wir auch verfolgen, dass man halt eine Welt erschafft und einen Austausch stattfinden lässt über etwas, was einen interessiert und das verkörpert mit dem, was man trägt, ohne dass der finanzielle Aspekt dauerhaft im Vordergrund steht. Ist bei Mode natürlich immer fragwürdig, müssen wir nicht drüber reden, aber generell transportiert er ganz viel damit. Genau. Ich glaube, das waren so erstmal die größten und wichtigsten Fakten. Die Bindung zu Nigo, ich glaube, da wird auch in der Zukunft noch viel kommen. Ich bin gespannt, ob es irgendwann mal eine Kenzo Undercover Collab geben wird oder wie auch immer man da weiter experimentieren wird. Die Collabs, die er gemacht hat, können wir euch auch noch ein paar einblenden. Da war auch Doc Martens dabei, Nike hatte ich ja schon gesagt. Also es gibt auch noch ganz viel zu entdecken über Undercover. Ist auf jeden Fall eine Bank in Asien und wir sind sehr dankbar, mit ihnen zusammenzuarbeiten zu können
Und jetzt als nächstes kommt, wenn ich spoilern darf, Undercover East Pack auch irgendwann raus. Hab ich nicht gesagt. Ich mache heute noch mein Outfit, damit das auch der Vollständigkeit halber wieder dabei ist. Just On mit dann Ready-Made Bandana Pant, die man abnehmen, wo man kürzen kann. Und GmbH Jacket, Fleece Jacket. Alles natürlich auch wieder in der Beschreibung zu finden. Und jo, jetzt bin ich aber raus. Haut rein.